Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, und herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Gerichtsverhandlung. Ich werde euch nicht spoilern. Schaut in die letzte Folge rein. Dann wisst ihr, was bei der Gerichtsverhandlung abgegangen ist. Ja, wir haben es jetzt den 22.01. 16:57 Uhr. In einer Stunde ist Sonnenwende. Ich wollte nur einmal kurz IC gehen, um einmal kurz zu gucken, was so geht in der Stadt. Eventuell mache ich auch bis 19 Uhr. Ja, schauen wir einfach mal. Einmal kurz hier schnell durchladen. Und ich spiele so ein bisschen mit der Kugel hier. Ja, aber es geht ja eigentlich recht zügig. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall gleich viel Spaß mit der Folge. Mal schauen, was geht. Jetzt muss ich unten nochmal einmal auf 100% und dann geht's rein. Channel switched. So. Jobmenü. Select. Tablet. Leitstelle besetzen. Patch. Und dann einmal hier unserem schicken neuen Handy. Sehr schön. Dankeschön, Ferb, für deinen Sub. So. Heute nehmen wir mal wieder die Kokette. Einmal ganz entspannt hochfahren in die Firma. Ja, da stand die Polizei links, deswegen fahre ich mir ein bisschen ordentlicher. So, einmal links rum. Okay, ich habe schon wieder die ersten Schmierereien gesehen.
Okay, hier schon mal sauber. Dankeschön dafür. Ich glaube, das lasse ich sogar dran. Hi, kann ich mich noch kurz umziehen? Oder ist gerade schlecht? Dürfen sich ruhig umziehen, so dringend ist sie nicht. Okay, gut. So. So. So sieht's auch gleich besser aus. Genau. Und zwar möchte ich einmal gern mein Auto da in Rot umlackieren lassen. Ja. Und vorne ist die Scheibe, die rechte, ist zersprungen. Die müssen wir auch nochmal reparieren. Gut. Wollen Sie das Auto selber reinfahren oder soll ich es reinfahren? Ich kann nicht selber reinfahren. Okay, dann einmal in die zwei. Weil Auto aus das Koch und sieht's. Söhne, was kann ich für Sie tun? Die Polizei Hannover, aber ich hätte einmal einen Mitfahrer für Sie, da brauche ich aber einen Taxidienst. Ich habe gerade einen Kunden hier von der Feuerwehr, glaube ich. Ich mache gerade Tuning, ich bin ja noch allein im Dienst. Wie dringend ist das? Naja, sollte dann schon bald mal bei einer vorbeikommen. Also aktuell, ich muss das Auto tunen, das sind 10 Minuten. Okay, gut, also sind Sie in so 12 Minuten da. Also ich denke mal, ich bin um 10 nach 5 bei Ihnen, spätestens Viertel nach 5. Okay. An der 761, so wie ich sehe. Ja. Mit dem Taxi. Nimm Teil zu her. Okay, kriegen wir hin, dann beeile ich mich, muss ich halt mal ein bisschen schneller arbeiten. Gut, Ja, tschüss. tschüss. So, das ist jetzt Arbeiten unter Druck, aber egal. Das kriegen wir alles hin. Perfekt. So. Also, einmal Farbe. Nur einmal machst du einmal die Rottöne durchgehen. Perlglanz primär oder sekundär? Primär. So. Sehen Sie was, dass sich da was verändert? Nee. Jetzt die Frage, kann man das ändern? Normal schon. Weil ich bin nämlich jetzt auf. Warte, das ist jetzt rot. Wurde mir schon von weiß auf grau geändert, also deswegen normalerweise kann man es ändern. So. Vielleicht ist es was anderes. Gehen Sie einfach mal durch. Ich probiere jetzt einfach mal. Also ich bin jetzt in der Lackierung drin. Ich guck mal, ob das überhaupt. Kann man den überhaupt färben? Ja. So, ich wechsle den jetzt einmal auf Rot. Das müssen Sie nicht zahlen. Ja. Hier sind ganz viele Töne. Aber das ist der Perlglanz. Nee, ich weiß. Ah, die sehen Sie? Okay. Ja. Sehr schön. Nee, das war jetzt einmal nur ein Test. Ich habe es aber nicht gekauft. Alles gut. So. ZA. Also wir gehen jetzt einmal von oben runter durch. Ja. Brickwett. Brillant. Cabernet. Candy. Kardinal. Copper. Dark. Garnet. Matt. Palais. Poppy. Red. Red Pulp. Torino. Vulcano. Wein. Und dann sind wir durch. Ich glaube, das erste war, oder das erste oder das zweite, das relativ knallige, das hier. Das? Ja. Ich guck noch mal, ob wir noch ein knalliges haben, aber. Ah, nee, das ist zu dunkel. Das ist zu glänzend. Oder einmal können Sie nochmal zurück. Ja. Das ist Torino-Rot.
Ja, doch, dann nehmen wir das. Gut, das sind 60 Euro. Die berechne ich Ihnen gleich. So, dann schmeißen wir uns einmal raus aus dem Auto. Sorry, dann schmeißen wir uns wieder rein, damit das auch drauf bleibt. So, und Können Sie noch den Perlglanz entfernen? haben wir noch ein Perlglanz drauf? Ja, weil bei mir schimmert's. So, kriegen wir natürlich hin. Lackierung, Perlglanz. Warum ist denn da ein Perlglanz drauf? Wie kriege ich den jetzt runter? Black, Blue, Braun. Weil den kann er. Oder muss ich da sekundär draufpacken? Nee. Nee. Ich gehe jetzt gerade die Perldinger durch, aber ich kann nicht auf Standard setzen. Okay. Gray, Orange. Das wäre jetzt rot. Ah, Standard. Ja, so passt. Gut, das berechne ich Ihnen nicht. Das würde ja jetzt auch nochmal 20 Dollar kosten. Das geht aufs Haus. So, Ich einmal sehe. raus, einmal rein. Damit das auch drauf bleibt. So, jetzt einmal nach vorne. Ich gehe mal einmal andersrum. Und hier vorne Ja, an genau. der. Deswegen bin ich ja nach hier vorne gegangen. Okay. Was? Nee. Ich suche gerade. So. Gut. Aber nicht gut. Ich fahre das Auto mal ein Stück zurück. Vielleicht Ja. meckert der jetzt deswegen. Ja. Irgendwie, ja. Da ist auf jeden Fall vorne kaputt. Das sehe ich. Ja, den nicht reparieren. Ja. Ja, Autos, Koch und Söhne. Hallo, Ja, Richter, mein. ich weiß, dass ich Sie abholen soll. Ich habe den Kollegen gesagt, 15 nach bei Ihnen. Ja, es geht bis darum, weil ich gleich noch einen Termin habe, anschließend bei der Polizei, deswegen. Ja, ist Alles gut, bis gut. gleich. Bis gleich, ciao. So, jetzt machen wir mal ganz anders. Ich glaube, ich muss mal einmal kurz schlafen. Okay. Geben Sie mir 2 Minuten. Ja, passt. Nein, oh, die Schaden zahle ich Ihnen. Alles gut, macht nichts. Guck, der Disconnect beim Channel Server. switched.
Komm. Ich wollte gar nicht Google Chrome, ich wollte 5M öffnen. Ah, das ist jetzt so richtig doof. In der Zwischenzeit kann ich einen Schluck trinken. Das ist jetzt richtig doof. Weil ihr habt ja gesehen, ich konnte nicht reparieren. User in your channel was kicked from the server. Wenn ihr die Musik hören könntet. Als halt GEMA. Channel switched. So. Muss ich mir auch noch einstempeln. Genau. Achso, 30 Sekunden. So. So, jetzt aber. Irgendwie will heute. Oh, ich krieg's gerade nicht hin. Ich habe mein alles dabei. Also, können Sie in 20 Minuten nochmal wiederkommen oder ist heute schlecht? Ja, nee, alles gut, sonst, das ist ja auch nicht ein allzu großer Schaden. Ja. Dann, sonst komme ich eventuell später nochmal vorbei, wenn es mich Ja, stört. das wären jetzt $100, aber ist okay. Passt. Ich, Rechnung können Sie ja ruhig ausstellen. ja, kann ich ja nicht. Ja, doch, kann ich. Lackierung. 100. Welchen haben wir denn heute? Den 22. Nein, haben Genau. Sie bis zum. Ich wollte gerade sagen, bis zum 32. Beschreibung. Lackierung. Farbe. Gut. Jonas Zeitler, ich glaube, ich Ja. habe noch ein Fahrzeug von Ihnen hier. Ich guck mal Wie eben. bitte? Ich glaube, ich habe noch ein Fahrzeug von Ihnen hier. Ah, okay. Na? Gut, das machen wir dann auch später. Gut. Ah. Jo. Alter, alles ein bisschen komplizierter. Alles gut. Gut, Also dann dann. Rechnung Ciao. haben Sie. Ja, Wunderbar. passt. Ciao.
So. 761. Hallo. Ja. Sorry, ging nicht schneller. Alles gut. Einmal bitte zum Rathaus. Ah, Autoführerschein abholen. Genau. Wollen Sie dann auch anschließend direkt zum Autohaus? Naja, ich bin erst gestern hier, aber habe heute schon ein Vorstellungsgespräch bei der Polizei. Ich weiß halt nicht, inwiefern, was es da mit meinem Preisbudget gibt. Ich habe bis 18 Uhr, also kurz 18 Uhr muss ich dort sein bei der Polizei. Aber so ein paar Minuten hätte ich noch Zeit, Ah, was da mein rechts stehen die Reisen Polizei schon. Ja, alles ja. gut. Und Sie führen gleichzeitig auch das Autohaus noch mit? Und Sie machen auch gleichzeitig das Autohaus auch noch mit? Ich bin der Chef. Achso. Was haben Sie denn so ein schönes Angebot für mich? Also Jemand, der eine. das Billigste, was ich habe, sind, glaube ich, 100.000. Das teuerste ist, glaube ich, 6 Millionen. Okay, alles klar? Ja, das tut mir schon nicht weh. Leider habe ich noch nicht so viel Kohle. Na, ich habe jetzt knappe 600.000. Wäre Aber zwar man. praktischer für die Arbeit, aber Naja, naja. ich könnte Ihnen noch 200.000 geben, dann können Sie sich ein schönes Auto kaufen. Wenn Sie das mögen, wenn Sie das möchten, gerne. Aber ich bringe sie jetzt erstmal hier hin. So, einmal hier rechts hoch. Genau. Ich warte hier. Jo. Moment. Bis gleich. So, Sie wollen ein günstiges Auto wahrscheinlich. Dann fahre ich Sie jetzt mal zu den günstigen Autos. Ja. Ja, ich glaube, günstigstes ist, glaube ich, 5.000. Oder halt ein Roller ausleihen. Naja, verstehe ich. Ich muss einmal kurz rechts ranfahren. Einmal kurz was erledigen. Oh, ist das hier eine Arbeit heute? Alles gut. So, dann.
Wir hätten ja auch normalerweise das ADAC da, das ADAC-Team, aber das ist heute nicht da irgendwie. Ja. Guck, da links ist ein Kollege von mir. Ja. Ja, aber einen von den Kopflosen. Ich bin der einzig Wahre. Muss mich gerade einmal orientieren. Ich war in letzter Zeit nicht oft hier. Alles gut. So. Da müsste hier oben rechts das Auto auch sein. Haben Sie Ihre Tastatur immer mit im Auto? Das ist mein Handy, tatsächlich mein Handy. Ah, okay. So. Ich habe leider noch so ein altes Nokia C30. Ist ja halt, ne? Muss halt ja sparen an jeder Kante und Ecke. So, ja. Ich meine, man sagt ja immer so schön, man hat ja keinen Goldesel geboren, ne? Oh, ich verfahre mich jedes Mal. Hier rechts ist das die Fahrschule, da wollen Sie ja nicht hin. Nee, das habe ich ja schon. Genau. Ja, ich muss mich grob orientieren. So. Ah, wir sind richtig. Sehr schön. Übrigens, hier links ist eine Sprungschanze, falls Sie mal Ihr Autos ausprobieren wollen. Nee, ich glaube, das wird nicht so schön. Das liegt mir ja. Ja, das wird vielleicht auch die Knochen brechen, weil das geht nicht so. So, hier rechts haben wir das Abonnation, wenn Sie mal eine Waffe brauchen. Ja. Dann müssen Sie erstmal einen Waffenschein beantragen und so ein Gedöns. Na gut, wenn ich aber Polizei bin, dann habe ich ja eine. Dann müssen Sie das auch erst machen. Ja. So, junger Mann. Ich komme mal eben mit raus. Hier kriegen Sie alles, was Sie brauchen. Ja. So, jetzt kommt das Schönste an meiner Arbeit. Cash, cash. Taxi. Microphone muted. Microphone activated. Welchen haben wir heute? Bis zum ersten Microphone Taxi. muted. Was kostet denn die schöne Microphone Verabschiedung? activated. Also ich habe ihn jetzt mal, ja, alles klar, 300 berechnet. Ja, habe ich Ja. gesehen. Ja. 300. Ha. Ja. Immerhin. Mit Mehrwertsteuer natürlich. Wie kann ich die gleich. Okay, Moment. Kann ich die auch gleich bezahlen in mein Handy? Ja, klar können Sie das. Siebter Muss ja. Muskel. Sie, ach, siebener Muskel. Und dann Rechnung okay. bezahlen. Ich muss weiter. Ciao. Ja. Einfach gleich siebter Muskel und wenn Sie hier drin. Ich muss mal kurz zur Seite fahren. Ja. Ich weiß, warum ich zur Seite gegangen bin. Und Bezahlen. Ist noch schon gerade. Gut, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Hier können Sie auch Probe fahren und so. Also alles sicher. Du. Gut. Wunderbar, dann danke ich dich. Danke ich Ihnen, ja. Jo, danke. Ciao. Dann du. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Kollegen von der Feuerwehr gar keine Rechnung ausgestellt. Okay, ich habe jetzt eine halbe Million, also alles gut. Wahrscheinlich.
habe ich vergessen, auf Rechnung erstellen zu gehen. Okay. Mal gucken, ob sie dran gehen. Wenn man sie mal braucht, gehen sie nicht dran. Ah, sehr schön. Ah, Ich, jetzt. ja, alles gut, alles gut. Ich bin auf der 673, komme gerade von einer Taxifahrt. Bin jetzt gerade hier auf der Autobahn und vier ADAC-Fahrzeuge, die nicht zu mir gehören, blockieren die Autobahn. Ist das gewollt? Vier Auto, was? Vier ADAC-Fahrzeuge? Ja, vier LKWs. Wo ist das? 673, einmal bitte kommen. Ich bin aktuell auch im Dienst, Auto aus Bock und Söhne und ja. Ist mit dem ADAC. Nee, ich bin nicht beim ADAC, ich bin bei Auto aus Bock und Ja, Söhne. nein, ja, ich hab schon verstanden, aber ich glaube, das ist, Es sind vier ADAC-Fahrzeuge, die blockieren die Autobahn. Sie sollen Ja. einfach nur herkommen, das auflösen, damit wir wieder fahren können.
Ja, nee, stopp mal. Kannst du mal kurz gucken, ob da noch andere Autos rumstehen, die glaube ich auf dem Dach haben? Wenn ja, dann lass die, dann weißt du warum. Da ist sonst nichts, da sind drei. Warte, ich guck mal eben. Was? Also es sind drei ADAC-Fahrzeuge, richtig. Ja, ich glaube, du kriegst gleich ungefähr fünf Felder hier auf. Okay, ich wünsche Ihnen was. Ciao. Ja, ciao. Das ist aufgrund von Videoaufnahmen, ja? Ja, ich hab's dir fast gedacht. Was? Ciao. Gut, ciao. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Ah, schönes Bild. Ah, okay, gut. Alles klar. Die sperren die Straße unten ab. Sie können fahren. Okay. Aber warum funktioniert mein sechster Muskel nicht mehr? Gut. Ich werde euch einmal kurz stummen und wirklich einmal kurz in den Support reingehen. Weil es nämlich jetzt blöd, ich konnte den Kollegen jetzt nicht reparieren. Mal gucken, ob einer kommt. Sonst, Jo, moin Polizei Hannover, was kann ich für Sie tun? Ja, moin. Okay, jo, danke. Ja. Also, was ich natürlich nicht verstehe, aber das ist cool. Ist wahrscheinlich Hannover. Moin, Autos Kock und Söhne, was kann ich für Sie tun? Ja. Ja, ich hab's gesehen.
Jo, mit dem Abschlepper? Acht drei sieben, acht drei sieben, acht fünf vier, acht vier, acht acht vier null, acht vier sieben, acht drei null, acht sieben drei, Hi. Welches Fahrzeug handelt es sich denn? Ja. Gut. Okay. Ich verziehe mich, glaube ich, oder? Ich glaube, warum wurden zwei? Ich habe extra in Arbeit gesetzt im Dispatch. In der Leitstelle. Weil Sie können. Ja, weil ihr nicht im Funk seid. Ich habe euch angefunkt, seid ihr da? Ihr habt nicht geantwortet. Ja. Also ich bin im Funk bei euch. Ich bin ganz Zeit im Funk, aber ist egal. Gut. Viel Spaß. Gut. Ah, sorry, dass es heute so extrem ruckelt. Ah, ich weiß nicht warum. Im Prinzip müsste eigentlich heute alles sauber laufen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich wahrscheinlich heute auch das F6-Menü nicht benutzen kann. Und stimmt ja nicht, dass ich nicht ganz Zeit im Funk war. Dann mach, ja, Gedankentelepathie. So, jetzt habe ich auch Sound wieder an. Ah. So, Herr Sauerstein? Ja, ich höre Sie. Wo waren das vorhin auf der Straße? Das ist geklärt. Nee, ich meine das, wo sie mir einfach volle Kanne vors Auto gezogen sind. So.
Ich bin ihn nicht vors Fahren gezogen, das war alles korrekt. Ich hab's gesehen, wie sie mir vors Auto gezogen sind und dann auch hinter mir auf meiner Spur weitergefahren sind. Sie waren auch in dem Taxi drin, ihre Haare hab ich erkannt. Ich hatte ja in dem weißen Auto. Weil sie es nicht wussten. Ja. So. Gedankentelepathie funktioniert bei dem Herrn auch nicht. Na dann mach Pustekuchen, keine Ahnung was, ansonsten hat ja dann halt nicht oder so, weiß ich nicht. Schick ihn feuchten Fuzzi ins Ohr. Der kriegt einen Arsch vor. Also ich weiß echt nicht, woran es liegt. Also das Geruckel kann wahrscheinlich davon kommen. Einfach zu viele Leute auf einem Punkt. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. So. Also heute ist mal wieder Ruckelparty, kann das sein? Sagt sie ihm vor live, okay, alles klar. Ciao mit V, Robin. Tschüss.